Ich bin André, technischer Außendienstmitarbeiter der Firma Kaistos und möchte euch jetzt unser Bürtelwerkzeug Flairfix 2 mit Hydraulikstempel zum Bürteln von Bremsleitungen am Fahrzeug vorstellen. Der Inhalt des Satzes ist der Grundkörper, Spannbacken für 5, 6 und 4,75 mm Leitung, entsprechende Druckstöcke für DIN- und SAE-Bürtelung und wie gesagt ein Hydraulikzylinder, über den wir mit wenig Kraftaufwand und ohne Verdrehkräfte die Bürtelung am Fahrzeug problemlos durchführen können. Dazu wird das entsprechende Druckstück für die 4,75 mm Leitung, die wir jetzt bürteln werden, eingesetzt in den Hydraulikzylinder. In den Grundkörper wird das Spannbackenpaar eingesetzt für 4,75 mm Leitung. In diesem Grundkörper sind die Aufnahmen für SAE und DIN-Bürtelung entsprechend drin. Hier rein wird die Bremsleitung eingeschoben, leicht vorgespannt. Die Bremsleitung muss bündig mit dem Spannbackenpaar abschließen bei dem Bürtelgerät, damit auch die Bürtelung entsprechend sauber durchgeführt werden kann. Als nächstes wird der Hydraulikzylinder in den Grundkörper eingeführt, durch die Verriegelung sauber arretiert, sodass auch ein Verdrehen des Hydraulikzylinders und ein Verschieben des Hydraulikstempels vermieden wird. Die Bremsleitung wird fixiert und jetzt kann ich nach Schließen des Ventils ohne Kraftaufwand durch Betätigen des Pumphebels die Bürtelung durchführen. Es baut sich ein Druck im Hydraulikstempel auf und nach Erreichen des Arbeitsdrucks ist die Bürtelung fertig und ein Nachpumpen ist nicht mehr notwendig. Der Hydraulikzylinder fährt automatisch zurück. Ich nehme den aus dem Grundgerät heraus, öffne mein Spannbackenpaar und habe jetzt meine Bürtelung fertig. Und somit haben wir eine Bürtelung am Fahrzeug schnell und effektiv durchgeführt und können kostengünstig für den Kunden eine Reparatur gewährleisten.